Gestern haben wir ganz ausführlich über den Ausfall des Regierungs A340 von Frau Merkel gesprochen. Und da ging es unter anderem auch um den Ausfall der regulären Kommunikationsanlagen, die so ein solches Flugzeug an Bord hat, und um das der Flugsicherung vernünftig mitteilen zu können, obwohl sie nicht mehr ganz normal funken konnten, haben die Piloten den Squawk 7600 gewählt. Ja, und was ist jetzt ein solcher Squawk? Was ist überhaupt ein Transponder und wofür benötigt man ein solches Gerät? Und wie sieht ein Fluglotse überhaupt ein Flugzeug auf seinem Bildschirm? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein sehr entspanntes, schönes Wochenende. Als erstes können wir direkt mal sagen, dass nahezu jedes Flugzeug einen solchen Transponder an Bord hat. Denn weltweit gibt es nur recht wenige Regionen, in denen man überhaupt ohne eine solche Gerätschaft an Bord zu haben fliegen gehen darf. Und in Deutschland sind es noch weniger. Da gilt erst einmal als grobe Regel für das Fliegen ohne Transponder, dass man das machen darf, wenn man unter Sichtflugregeln mit einem motorgetriebenen Flugzeug unter 5000 Fuß über Meereshöhe unterwegs ist, beziehungsweise unter 3500 Fuß über dem Boden. Und wenn man nicht in Lufträumen fliegt, die Charlie oder Delta heißen, oder wenn man natürlich nicht in einer sogenannten Transponder Mandatory Zone unterwegs ist. Das ist einfach ein abgegrenzter Luftraum, in den man nur reinkommt, wenn man einen Transponder an Bord hat. Und noch eine weitere wichtige Sache: in kontrollierten Lufträumen ist das Fliegen ohne Transponder nur tagsüber möglich. Ja. Und das klingt schon mal ein bisschen kompliziert. Das Wichtige, was wir uns daraus eigentlich nur rausziehen müssen, ist, dass das Fliegen ohne Transponder zwar erlaubt und möglich ist, aber es ist nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Also es ergibt nur für wenige Luftfahrzeuge und für wenige Anwendungsbereiche in irgendeiner Form Sinn. Eine kleine Ausnahme wird dann nochmal bei Segelflugzeugen gemacht, beziehungsweise bei Motorseglern, die gerade ihren Motor nicht benutzen. Also ja, bei Flugzeugen im Segelflugbetrieb. Die dürfen dann nämlich unter Einhaltung dieser ganzen eben genannten Bedingungen ohne Transponder fliegen, dabei aber diese 5000 Fußgrenze über Meereshöhe durchbrechen und durch Thermik zum Beispiel auf bis zu 10.000 Fuß steigen. Was wir daran schon mal erkennen, ist, dass, wie eben schon gesagt, das Fliegen ohne Transponder nur ganz klar für wenige Anwendungsbereiche wirklich Sinn ergibt. Und wenn man professionell fliegen möchte, dann kommt man um ein solches Gerät schon gar nicht mehr drum herum. Um jetzt die Idee und den Sinn hinter einem solchen Transponder wirklich verstehen zu können, schauen wir uns mal an, was ein Primär- und ein Sekundärradar ist. Ihr kennt das bestimmt vom Flughafen, da gibt es immer so eine Antenne, die ist meist rot angepinselt, ziemlich groß, ziemlich weit oben und dreht sich recht schnell. Sieht wahnsinnig spektakulär aus, kann aber auch ein bisschen was. In den meisten Fällen hier in der zivilen Luftfahrt ist genau das jetzt eine Kombination aus einem Primär- und einem Sekundärradar. Der große untere Teil ist dabei das Primärradar und das arbeitet mit sogenannten passiven Echos. Was das ist, wird irgendwann im Laufe des Videos auf jeden Fall nochmal klar. Dieses Ding da oben, das sendet erst einmal Impulse aus. Diese werden von einem Luftfahrzeug dann reflektiert und werden dann von diesem Radarschirm wieder aufgefangen. Jetzt kann man durch die Messung der Zeit vom Aussenden des Impulses bis zum Flugzeug und wieder zurück und natürlich durch die aktuelle Position des Radarschirms feststellen, wo sich das Flugzeug denn befindet. Und nun dreht sich diese Antenne ja, um ein vernünftiges Abbild, ein 360-Grad-Abbild der Umgebung, in den meisten Fällen von der Umgebung des Flughafens zu erstellen, wo diese Antenne steht. Und dann fängt diese Antenne ja jedes Mal wieder das Echo des jeweiligen Flugzeuges ein, aber das bewegt sich ja und so entsteht dann ein nahezu dynamisches Abbild. Und man kann damit dann die Richtung des Flugzeuges feststellen, wohin es gerade fliegt. Und das sieht dann so ein bisschen so aus, als würdet ihr ein Computerspiel auf einem total schlechten Rechner spielen und das ruckelt die ganze Zeit mit 5 Frames die Sekunde, aber funktioniert irgendwie. Das Gute an der ganzen Sache ist und gleichzeitig auch damit der größte Vorteil des Primärradars, dass das Flugzeug, und deswegen heißt es auch passives Echo, dass das Flugzeug nichts dafür tun muss, um auf dem Radarschirm des Lotsen aufzutauchen. Und dadurch, dass sich bei jeder Umdrehung der Antenne dieser Punkt ja auch immer ein Stück weiter bewegt, entsteht halt dieses nahezu dynamische Bild und der Lotse erkennt die Richtung des Fliegers. Und das zusammen bedeutet wiederum, dass das Flugzeug auf dem Radarschirm des Lotsen drauf ist und der auch einigermaßen weiß, ganz grob, wo das Flugzeug hin möchte. Ob der Pilot das möchte oder nicht, ist dabei völlig egal. Das ist natürlich aus heutiger Sicht in der zivilen Luftfahrt von ziemlich geringer Bedeutung. Da soll und will eigentlich jeder auf einem Radarschirm auftauchen. Aus militärischer Sicht kann aber genau das natürlich sehr fatal sein. Und da kommt diese Technik auch her. Entstanden, so wie man das heute mehr oder weniger auch immer noch benutzt, ist das Ganze im Zweiten Weltkrieg. Dabei gilt natürlich, dass ein riesengroßes Flugzeug, gebaut aus Metall mit großen Motoren, natürlich auch ein riesiges Echo abwirft. Ein kleines Segelflugzeug tut das dann nicht mehr unbedingt, da gibt es eher ein kleines Echo, was vielleicht eine ganze Ecke schwächer ist. Und so ein komisch gebautes Flugzeug wie dieses hier, das wirft dann nahezu gar kein Echo mehr ab.
Und deswegen hat man das Flugzeug so auch gebaut. Ist aber auch völlig egal. Jetzt reflektieren natürlich nicht nur Flugzeuge solche Impulse, sondern auch Berge, Wolken oder sogar Vogelschwärme. Je nachdem, wie groß die sind, desto größer wird dann selbstverständlich auch immer das Echo. Und da hat man die Technik dann immer weiter verfeinert, um solche Störungen Stück für Stück immer weiter ausblenden zu können. Oder aber es lässt sich quasi auch eine Mindestgeschwindigkeit einstellen, die ein solches Objekt haben muss, um überhaupt auf dem Radarschirm aufzutauchen. Bedeutet, stationäre oder nahezu stationäre Objekte kann man einfach ausblenden lassen und wählt man dann einen quasi flugzeugtypischen Geschwindigkeitsbereich für die Objekte, die auf dem Radarschirm angezeigt werden sollen, dann bekommt man meist auch nur Flugzeuge auf dem Radarschirm angezeigt, im Idealfall. Somit räumt sich dann der Radarschirm des Lotsen von alleine auf und er kann sich das so einstellen, wie er es gerade gebrauchen könnte. Tja. Und jetzt ist das aber natürlich nur die halbe Miete. Die andere Hälfte kommt jetzt durch das sogenannte Sekundärradar. Und das ist, wer hätte das gedacht, der obere Teil der Antenne und auch dieses Ding sendet Impulse aus, bekommt die aber nicht als Reflexion zurück, sondern das Ding bekommt richtige Antworten und das ist damit auch der größte Unterschied. Das ist nämlich ein sogenanntes aktives Echo. Das ausgestrahlte Signal von diesem Sekundärradar wird nämlich vom Transponder an Bord eines Flugzeuges verarbeitet und der bastelt dann auch die entsprechende Antwort zusammen. Und dann kommt dieses komische Wort Squawk. Und auch das hat seinen Ursprung selbstverständlich im Krieg. Und zwar die Engländer, deren Flugzeuge meist nachts auf der Rückkehr nach Hause von deutschen Maschinen verfolgt wurden, die mussten jetzt eine Technik entwickeln, wie sie diese ganzen Punkte, die sie auf dem Radarschirm hatten, wie sie die jetzt einwandfrei identifizieren konnten. Und das nur über Sprechfunk zu machen und da mal eben zu erklären, wo man sich gerade befindet mit seinen Kollegen, das ist erstens ziemlich aufwendig und sicherlich auch gar nicht so einfach möglich. Und zweitens ergibt das gar keinen Sinn, wenn da so viele Flugzeuge so dicht auf einem Haufen nebeneinander fliegen. Also bekamen die englischen Flugzeuge, um sie jetzt einwandfrei identifizieren zu können und sie von den Feinden unterscheiden zu können, einen sogenannten Transponder. Das Ganze lief unter dem Projektnamen, natürlich Top Secret, unter dem Projektnamen Parrot. Das steht für Papagei. Und nach dem Funkspruch Squawk your Parrot, also lass dein Papagei kreischen, schalteten die Piloten der englischen Maschinen ihren Transponder ein und der Lotse konnte sie auf dem Radarschirm einwandfrei identifizieren. So viel also erst einmal zur Geschichte. Heute hat das sogenannte Sekundärradar neben der einwandfreien Identifizierungsmöglichkeit für den Lotsen vor allem die Funktion, ihm weitere Informationen über das jeweilige Luftfahrzeug mitzuteilen. Dazu gibt es dann verschiedene Modi. Fängt an mit einem Mod-Alpha-Transponder. Dieser sendet nach Abfrage nur einen sogenannten Squawk zurück. Also eine vierstellige Zahlenkombination aus Ziffern zwischen 0 und 7. Diese vierstellige Zahlenkombination bekommt der Pilot vor Abflug vom Lotsen mitgeteilt oder der Pilot bekommt das vom Lotsen während des Fluges je nach Bedarf zugeteilt oder aber der Pilot wählt selbstständig einen vorgeschriebenen Squawk, zum Beispiel 7000 für VFR-Flüge, also Flüge unter Sichtflugregeln in Deutschland. Jetzt ist das wie gesagt keine wahnsinnig üppige und dadurch auch nicht wahnsinnig hilfreiche Information. Es trägt zwar zur einwandfreien Identifizierung bei, aber wirklich viel mehr Wissen tut der Lotse jetzt auch nicht. Und deswegen gibt es dann einen sogenannten Mode Charlie. Dieser Transponder sendet dann auch neben dem eben genannten Squawk, also neben dieser vierstelligen Zahlenkombination, eine Flughöhe, beziehungsweise sendet er die Flughöhe über der Druckfläche 1013 Hektopascal, also über dem Standarddruck auf normal Null auf Meereshöhe. Er sendet ein sogenanntes Flight Level. Das ist ja immerhin schon mal was. Jetzt ist aber eine ziemlich blöde Sache, dass eine vierstellige Zahlenkombination, bestehend aus vier Ziffern zwischen 0 und 7, nur 4096 Möglichkeiten verschiedener Zahlenkombinationen ermöglicht. Ja, und das ist heutzutage ein bisschen doof. Deswegen gibt es jetzt den sogenannten Mode Sierra. Den gibt es auch aus vielen anderen wichtigen Gründen, aber der Hauptgrund ist halt eben diese eingeschränkte Möglichkeit bei Mode Alpha bzw. Mode Alpha Charlie Transpondern. Mode Sierra ist dabei ein großer wichtiger Schritt, denn das Sierra bzw. das S steht für selektiv und das deutet schon mal darauf hin, was dieses Ding kann. Es kann nämlich einzelne Flugzeuge ansprechen. Das konnte man vorher nicht. Das bedeutet, zur Begrüßung sagt quasi jeder einmal Hallo und dann sagt er nur noch was, wenn er angesprochen wird. Bei dem Mode Sierra wird jedem Luftfahrzeug mit einem entsprechenden Transponder, der diesen Mode Sierra drauf hat, wird jedem Luftfahrzeug eine völlig individuelle und einzigartige Kennung zugewiesen, die dann abgefragt werden kann. Und das sorgt wiederum dafür, dass wie gesagt einzelne Flugzeuge dann direkt angesprochen werden können und der jeweilige Transponder schickt dann nicht nur seinen entsprechenden Squawk, also diesen Code und die Flugfläche, in der er sich befindet, nach unten zum Lotsen, sondern heutzutage in modernen Verkehrsflugzeugen eigentlich so gut wie alles, was der Pilot an Informationen zum Fliegen braucht und was damit auch irgendwo für den Lotsen interessant sein könnte. Zum Beispiel die Fluggeschwindigkeit oder die Steig- und Sinkrate und so kann sich der Lotse für sich selbst ein völlig klares Bild der Verkehrslage rund um seinen Flughafen
Flughafen oder in seinem Verkehrsbereich zusammenbasteln. Es ist also irgendwo eine wirklich altbewährte Technik, die hier in Kombination mit neueren Aspekten, mit neueren Dingen wirklich dann auch in der modernen zivilen Luftfahrt funktionieren kann. Und der Squawk, der ist die ganze Zeit geblieben, auch mit seinem Namen Squawk. Und durch diesen vierstelligen Code entsteht auch eine Kommunikationsmöglichkeit, wenn etwas mal nicht stimmt. Es gibt nämlich Notfallcodes, die international auch wirklich einheitlich sind. Endlich kriegt man das mal mit irgendwas hin, Ladegeräte oder sowas, warum kriegt man das nicht hin, aber Hauptsache Squawk-Codes sind einheitlich. Auf jeden Fall gibt es zum Beispiel 7500. Dieser kann vom Piloten angewählt werden, wenn das Flugzeug entführt wurde. Oder es gibt den Squawk 7600, der dann vom Piloten am Transponder angewählt wird, wenn man seine normalen, regulären Kommunikationsmöglichkeiten, sprich den Funk, verloren hat. Also für Funkausfall. Und damit schließt sich auch der Kreis zum A340 von Angela Merkel. Dann gibt es noch den Notfallcode 7700, der etwas allgemeiner einfach für einen Notfall steht, für eine Emergency Situation. Jo. Und dann sorgen diese Codes bei einem Lotsen dafür, dass das Flugzeug auf dem Radarschirm gesondert dargestellt wird und dass der Lotse dann eine gewisse Reaktionskette in Gang setzen kann. Diese sieht dann natürlich je nach Squawk, je nach Situation, die der Pilot da ganz kurz und knapp übermittelt, ganz anders aus. So viel also an dieser Stelle zum sogenannten Squawk, dem Transponder und der Technik, die so ganz grob dahinter steckt, hinter dem, was der Lotse da auf seinem Radarschirm sieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das soll es damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es waren wieder einige interessante Informationen dabei. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Cedric raus, der mich seit einigen Tagen sehr, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.